Das hier, was im Moment zwischen uns steht, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist das Facelift des Mercedes AMG GT Viertürers oder Modellpflege, wie man bei Mercedes sagt. Auf den ersten Blick hat sich jetzt vielleicht nicht so ganz gravierend was geändert, aber wir gehen trotzdem mal alle Details durch und zwar Schritt für Schritt. Bis gleich. So, an der Front des AMG GT Viertürer Facelift wird es direkt mal knifflig, denn das hier ist ein Sondermodell und zwar die Special Edition. Die hat immer diese V8 Front. Da sehen wir schon mal, was in Zukunft so kommen könnte beim AMG GT Viertürer, denn im Moment geht es beim Facelift nur um die Sechszylindermodelle. Diese Front gibt es optional für die Sechszylindermodelle beim V8 AMG GT Viertürer wird sie dann natürlich serienmäßig verbaut sein. Und wir sehen, wenn wir ganz genau hinschauen, dass sich ein bisschen was getan hat. Geänderte Lufteinlässe insgesamt ja, im Detail verändert und ein neuer Look für die V8 Front. Übrigens, wenn standardmäßig die Sechszylinderfront verbaut ist, dann werden wir hier vorne keine Veränderung sehen. Mit dem Facelift gibt es auch neue Felgen. Aha, 20 Zoll Felgen und eine 21 Zoll Felge, beide im neuen Design und beide jeweils in zwei Farben, einmal in Grau und in Schwarz. Das hier ist natürlich die 21 Zoll Felge. Wir wollen uns nicht lumpen lassen, wenn wir hier schon im Studio sind. Ne? Wo sich AMG auch nicht hat lumpen lassen, ist bei der Bremsanlage. Hier ist die Carbon-Keramik-Bremsanlage verbaut. Wenn man jetzt die Stahlbremsanlage optionieren würde, dann könnte man den Bremssattel mit dem Facelift auch rot lackieren lassen. Das ist neu. Wo wir schon bei neuen Optionen sind. Eine Option ist tatsächlich, klingt bekannt, ist aber trotzdem nochmal neu, und zwar das Night-Paket 2. Wer das Kreuz schon beim Night-Paket, also beim geschwärzten Chrom, gesetzt hat, der kann jetzt nochmal einen draufsetzen mit dem Night-Paket 2. Dann sind die Lamellen im Kühlergrill vorne, Schriftzüge wie zum Beispiel dieser hier am Kotflügel und auch alles, was sich so an Mercedes-Sternen und Schriftzügen am Heck befindet, ja, geschwärzt sozusagen. Also nicht einfach nur glanzschwarz, sondern metallisch schwarz. Können wir jetzt nicht gut zeigen, weil der das jetzt hier nicht hat, aber es ist halt so. Ein weiteres technisches Detail, was ich leider nicht so richtig zeigen kann, ist das neue Luftfahrwerk. Ein Dreikammer-Luftfahrwerk hat der AMG GT Viertürer ab dem Facelift. Zug- und Druckstufe werden unabhängig voneinander geregelt und das bedeutet, dass die Spreizung zwischen Komfort und Sport besonders groß sein soll, sagt Mercedes. Von der Technik zurück zur Optik. Es gibt neue Lacke für den AMG GT Viertürer. Vier an der Zahl, wobei, wenn man ehrlich ist, eigentlich nur drei. Kaschmirweiß, ein mattes Weiß, zweimal blau, und zwar spektralblau, einmal in matt und einmal in glänzend. Und dann gibt es noch diese hervorragende Farbe hier, Rubelitrot Metallic. Dieses Rubelitrot Metallic ist übrigens auch quasi reserviert für das Sondermodell, für die Special Edition, die wir hier, habe ich ja schon gesagt, sehen. So viel erstmal zum Exterieur und zur Ausstattung und zu neuen Optionen. Aber jetzt geht es natürlich in den Innenraum. So, und hier geht das Spiel weiter. Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich gleich an meine Kapazitätsgrenze geraten werde, denn es gibt 7 neue Farbtöne für den Innenraum des AMG GT Viertürers. Hier in der Special Edition, also im Editionsmodell, sind die Sitze in Neva Grau bezogen. Außerdem gibt es noch Yachtblau, Klassikrot, Sienna Braun, das ist so ein Terrakotta-Ton, Tartufo, ein gräulicher Braunton, wurde mir jedenfalls gesagt, Titangrau Pearl und Tiefweiß. Und damit habe ich auf jeden Fall meine Wette gewonnen. So viel ist schon mal im Kasten. Außerdem müssen wir natürlich erwähnen, klar, das neue AMG-Lenkrad hier mit diesen doppelten Streben, das kennen wir im Grunde aus neuen AMG-Modellen auch. Neu geformte Schaltpedal, die ein bisschen größer geraten sind. Und nicht zu vergessen, neue hochauflösende Displays
für die Fahrmodi-Schalter. Und das fällt tatsächlich auf. Wer mal die alten Displays gesehen hat, das hier ist gestochen scharf. Da kann man nichts sagen. Für die Special Edition, außer den Neva-grauen Sitzen, noch entscheidend, ist diese kleine Plakette hier. AMG Special Edition steht drauf. Und die Einstiegsleisten, die beleuchtet sind, passen zur Außenfarbe. Außenfarbe, ja? Rubelit, Rot, Metallic, genau. Und die Einstiegsleisten und das AMG-Logo auf diesen beleuchteten Einstiegsleisten passen, denn das AMG leuchtet in Rot. Fast hätte ich es vergessen, ne? Die Special Edition hat neben der Plakette und diesen beleuchteten Einstiegsleisten auch hochflorige Fußmatten. Und jetzt kommt ein gewagter Sprung von der Fußmatte zum Motor. Eigentlich gar nicht so gewagt, weil das Gaspedal ist ja auch da unten irgendwo schon verbaut. Der AMG GT4-Türer in der 6-Zylinder-Variante, den wird es weiterhin als 43er und als 53er geben. Der 43er startet nach wie vor bei 367 PS plus 22 PS aus dem integrierten Startergenerator. Und der 53er, wie er hier steht, hat weiterhin 435 PS plus 22 PS aus dem Startergenerator. Außerdem erwähnenswert, den 43er gibt es mit Hinterradantrieb und 4MATIC, also Allrad, den 53er nur als Allradantrieb. Außerdem ist das ja auch nur der Anfang. Der V8 wird natürlich auch noch später kommen, zeitnah wahrscheinlich sogar. Und AMG hat ja schon diesen neuen V8 Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang vorgestellt mit 800 PS, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Diese Variante wird dann noch mal später folgen, aber alles noch 2021. So viel ist sicher. Von den Motoren zu den Preisen. Da verrät AMG tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nichts. Ich gehe aber mal davon aus, dass der Einstiegspreis ein bisschen nach oben gehen wird. So gehört sich das ja schon fast bei einer Modellpflege. Genau werden wir es erst im Juli 2021 wissen. Da ist nämlich Bestellstart für den gefacelifteten AMG GT4-Türer und im August 2021 steht er dann bei den Händlern. Und das war es auch schon von mir und dem AMG GT4-Türer für heute. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich verteile Herzen für kreative Kommentare. Übrigens nicht für Kommentare aller, das ist ein kreativer Kommentar, nur um das mal klarzustellen. Okay, danke fürs Zuschauen und bis bald. So, und jetzt hätte ich doch gerne meinen Wettgewinn. 7 Innenraumfarben, das wäre doch gelacht. Die kriege ich doch easy zusammen. Na, wo sind die AMG-Leute? Alle schon weg oder was?